Ey, komm, das ist doch lustig. Warum hat denn die so ein hohes Schreien plötzlich? Das hat die doch vorher gar nicht gehabt hier. Plötzlich kreischt die, als ob die gerade Helium inhaliert hätte. Ich weiß auch nicht. Ja, ich würde auch so kreischen wahrscheinlich, wenn ich einfach so einen Fahrstuhlschacht runterfallen würde. Jetzt habe ich übrigens richtig ekelhafte Flashbacks zu Tomb Raider 3. Yuki Biene, du erinnerst dich noch, ne? Miss Sara Lee. Oh, ich bin so lustig. Das war ja auch mit diesem komischen Fahrstuhlschacht. Also das war echt nicht schön. Das war so unschön. Ich will nicht nochmal dran denken. So. Ah. Weiß halt, was wir jetzt hier machen müssen. Ja, einfach runterfallen ist ja offensichtlich nicht die Lösung, ne? Das geht ja schon mal nicht. Lara Croft, du machst mein Leben zur Hölle manchmal. Es ist wahr, so wahr, es ist wahr. Kann ich einfach. Blöde Idee, aber. Ah, doch, ne, gute Idee. Ich muss hier rumschwingen. Ne, ich will nicht. Hey! Gut. Trotzdem muss ich natürlich noch einen Genickbruch herbeiführen. Das tut mir jetzt leid, aber es bietet sich an bei so einem Fahrstuhlschacht. Wow, das ist eine 10 von 10 gewesen, oder? Das war eine 10 von 10. So. Gott, er ist jetzt irgendwo weiter nach unten. Ich habe Angst. Ohne Rose, Le Rose. Eine Rose. Ich habe nur drauf gewartet. Naja, komm, das hat es jetzt echt angeboten, ne? Bei so einem Abgang. Warte mal, ich muss jetzt nochmal runterspringen. Hört euch doch mal an, wie Lara schreit. Die hat doch vorher nie so geschrien. Die hat doch immer so eine tiefe weibliche, oder das heißt tiefe, aber so eine erwachsene weibliche Stimme und plötzlich klingt die wirklich wie so eine Maus, auf die man tritt, oder? Hört mal zu. Was ist das, ey? Das ist irgendwie. Warum? Warum hat man die so hochgepitcht plötzlich? Ja, scheiß auf die Rose. Will ich nicht haben. Boah, ey, das Geräusch, ey. Ist das eklig. Ja, knutsch mal die Kette, ne? Das ist. Bestimmt gesund. Das macht das Chloroform. Ja, wahrscheinlich. Lara ist chloroformsüchtig. Ja, du sollst nicht festhalten! Ich dachte, man kann die Dinger da irgendwie festhalten. Scheinbar nicht. Gut, wir brauchen einen anderen Weg. Also, wenn wir da runterrutschen, brechen wir uns auf jeden Fall das Genick. Das steht schon mal fest, ja. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns nicht das Genick brechen, wie gesagt. Also, wir können uns an der Kette hier langziehen. Ich gehe mal davon aus, an diesen komischen Fahrstuhl treten oder wie die Dinger. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wie nennt man sowas denn? Kann man sich nicht festhalten, oder? Nee. Ich finde es trotzdem lustig. Ich könnte das irgendwie den ganzen Abend machen. Ich weiß nicht warum, also. Ich weiß nicht, was du über mich aussagst, aber ich finde das total lustig, ey. Wie lange die ganze Zeit so rumkreischt hier. Ja, das geht ja nicht. Wollen wir ja nicht, da brechen wir unser hundertprozentiges Genick hier. Sei denn, wir machen einen Sprung. Ah, das ist zu weit unten. Das wird nichts. Ja, Stahlseil heißt das wahrscheinlich einfach, ja. Ja. So wird's heißen. Da wirst du wohl schon recht haben. Ich gehe jetzt mal nach oben. Ich will jetzt einfach mal gucken, was meine Optionen sind. Ich habe halt gedacht, dass ich mich an diesen komischen Leuchten da. Wahrscheinlich muss ich das auch machen. Warum sind die sonst platziert, wenn ich da nicht rumschwingen kann? Ich gehe trotzdem nochmal nach oben. Kann nicht schaden. Wohl kein Schaden. Ah!
so richtig ausrichten hier ist auch schwer. Hä, ihr macht nichts, ihr greift nicht mal irgendwie danach oder so. Ah, das muss ich doch machen? Kannst doch nicht sagen, dass ihr da so umsonst da rumhängen, das kannst du mir nicht sagen. Ja gut, dann drehe ich mich mal nicht, dann werde ich einfach mal hinspringen, mal sehen, was passiert. Vielleicht hält sich ja trotzdem einfach fest. Ich dachte, ich muss vielleicht noch irgendwie mich umdrehen oder so, wäre sinnvoll. Hä, nach oben? Ja, da oben geht's ja wirklich weiter. Was will ich da? Ich will doch nach unten. Ja, ich will nicht aufs Dach, ich will ganz nach unten. Ich weiß, wir sollen aufs Dach, aber irgendwie. Ey, das ist doch eine Verarsche jetzt. Ich spring da hinten an der Tür, ist da wieder eine Schlucht, weißt du? Schon lustig. Okay, weniger lustig ist mich jetzt wieder hier so hoch zu. Hier wieder so hoch zu krabbeln. Quietsch, quietsch. Ich werde das quietsch so wegen ihren Anzug, ne? Wegen dem Latex. Der so an der Kette reibt. Das ist so ein ganz, ganz ekelhaftes Geräusch, ne? Ihr hört das schon, ne? Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte jetzt wirklich einfach auf dem Ding da landen. Es war wirklich nicht meine Intention. So. Zack. So, jetzt sind wir, jetzt können wir wieder speichern. Jetzt haben wir Dinge geschafft, ne? Also da ist jetzt eine Stange, an der wir uns festhalten können. Oder auch nicht. Dann nehmen wir halt Anlauf und machen das mit der Stange. Nee, falsche Richtung. So, und? Hopp! Quietsch, 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 quietsch. Ich finde immer, das sieht total komisch aus, wie die sich da rumschwingt, weißt du das? Jetzt spring Kopfsprung. Soll ich mal? Oh, was? Warte, das geht noch weiter nach unten. Das geht noch weiter nach unten. Es tut mir auch leid, ich weiß. Ich soll das ja auch ernst nehmen, aber irgendwie finde ich es gerade lustig. Es tut mir leid. Also wenn ich das jetzt perfekt mache, kann ich mir jetzt sogar richtig ganz weit unten angelangen. Ja, so nicht. Nee, warte mal, das gilt nicht. Ich will das nochmal machen. So, ich will nochmal ganz weit. Vielleicht kann ich von hier aus wirklich ganz unten landen. Geht das? Ah, hier ran vorbei? Nee, nee. Da ist immer das da. Also, ist immer diese Plattform dazwischen. Ich finde es super, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, ich glaube, wir waren damals schon alle so leicht psychopathisch angehaucht, ne? Was das betrifft. So. Nee, 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 nee. Jetzt bin ich hier, ne? Das ist schön. So, da komme ich nicht durch. Soll ich mich jetzt wieder zurückschwingen? Komme ich da irgendwo anders? Ja, das wollte ich doch. Ich wollte doch da hochkrabbeln. Ich wollte doch da hochkrabbeln. So, jetzt haben wir aber einen besseren, jetzt haben wir eine bessere Möglichkeit, wirklich mal einen Kopfsprung zu machen, der bis nach unten geht, ja. Entschuldigung. Und, schaff was? Oh, krass! Das war, komm, das war jetzt echt 10 von 10. Also, das muss man doch wirklich, also das, da muss man wirklich mal applaudieren, ja. Das ist, so. So, gut, jetzt haben wir hier diesen Block dazwischen. Vielleicht müssen wir den irgendwie mit unserem Gewicht rausstemmen. Wahrscheinlich nicht. 100 von 10, danke. Das. Ich fand's auch gut. Ich lass mich mal fallen, mal sehen, was passiert. Hier kommen wir irgendwo.
Es ist einfach, ich weiß nicht, warum das so Spaß macht oder so, aber es ist einfach nur total lustig, ey. Wenn ich jetzt einfach die Rollen da lösen, das wäre auch was, oder? Wahrscheinlich gibt es ja irgendwo eine Klappe, auf die, die ich öffnen kann. Oder es gibt wieder irgendwo eine Möglichkeit zum Klettern. Es geht so weit nach oben, ich sehe es gar nicht mal, wo es endet. Also meine Vermutung war ja irgendwie, hier guck mal, das sieht doch komisch aus, oder? Da ist eine Klappe, ich sehe es. Okay. Ich hab's gesehen, da war der Griff. Die Männer sind leicht zu faszinieren. Na komm, alles hat ja aber auch was, oder? Komm, es ist ja auch so diese Stille, sage ich mal, bevor sie unten aufkommt. Das ist halt nicht kurz und schmerzlos, das ist halt, das zieht sie halt auch noch so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Hat schon irgendwas, ne? Ich meine, die Entwickler wissen das. Die haben da extra solche Sachen eingebaut. Die bauen doch nicht umsonst, sag ich mal, so einen Fahrstuhlschacht ein, wenn die nicht davon ausgehen, dass man da irgendwann runterspringt, oder? Ja, drück einfach irgendwelche Knöpfe. Ja, und was ist passiert? Hallo? Ist das ein Bug? Nee, gut. Habe ich noch ein Chloroformtuch? La 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 la. Lara will nur spielen. Ein Schritt noch. Ach so, den kann ich aus irgendeinem Grund nicht umbringen. Okay. Dann gehe ich halt durch die automatischen Türen durch oder ich gehe einfach den anderen Weg. Aber geht auch nicht, ich höre schon hier. Nö, das sieht gut aus. Ja, 13. Bin ich wieder hier. Flucht mit der Iris. Man muss sagen, also Werner hat echt ganz schön scheiß Sicherheitskräfte, muss man eigentlich mal sagen. Also, ich meine, so krass war jetzt der unser Einbruch auch nicht, was wir gemacht haben, oder? Ja gut, dann geht's weiter. Weiter nach oben, ist die Lache oben, wird man sie loben. I! La 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 la. Mach die Tür auf! Ja, warum liegen hier Medikits, als ob ich die irgendwie umbringen könnte? Okay, ja, krieg ich hin. Erledige ich mit der Faust. Okay, alles klar, alles klar. Alles klar. Ich verstehe halt nicht, warum ich den Typ nicht einfach ausschalten kann. Warum soll ich das denn nicht tun? Aber ich muss da jetzt hoch, oder was? Also, aber warum sollte ich? Ich bin noch nicht gestört. Oder ich muss einfach nochmal die Knöpfe drücken. Ich habe halt keine Waffen. Ja, mach mal genau mal zu, ist eine gute Idee. Was? Was ist jetzt los? Ja, könnte ich bitte kurz stoppen? Hallo? Ich glaube, das habe ich gut hinbekommen, ne? Würde ich mal behaupten. Das ging noch ganz gut, ne? Bist du okay? Du bist doch nicht etwa tot, oder? Komm schon, Mädel, antworte mir. Es gibt bestimmt blaue Flecken morgen. Ich wusste doch, dass so ein kleiner Sturz dir nichts anhaben kann. Ich bin im Erdgeschoss, oder? Ping! Erdgeschoss, wild herumballernde Bösewichter, Eisschranktypen und langes Treppensteigen. Stimmt, Mädel, richtig geraten. Aber dafür bist du doch ziemlich unversehrt, oder? Hab mich nie besser gefühlt. Also,
Man muss jetzt mal eine Sache sagen, das ist schon echt lustig. Ich krache mit voller Wucht mit dem Fahrstuhl nach unten, aber ich überlebe das, weil ich einen Knopf gedrückt habe. Klar, wenn natürlich die Stahlseile von Fahrzeug, von Fahrstuhl irgendwie spinnen, reicht es einfach, einen Knopf zu drücken. Das ist so witzig, das erinnert mich an ein Spiel, was ich mal gespielt habe. Das kennt wahrscheinlich kein Schwein, aber das war ein richtig witziges Spiel. Das hieß PlayStation 1, das hieß Incredible Crisis, hieß das. Das war ein Spiel aus Japan. Da ging es darum, dass das war total abgedreht. Das war so eine Reihe von Minispielen. Und da ging es eigentlich darum, dass sozusagen so eine Familie, du hast so eine Familie gehabt und die Oma hatte Geburtstag. Und alle mussten halt abends zu dem Geburtstag von der Oma da sein. Aber da sind halt so ganz verrückte Sachen passiert. Und bei dem Vater zum Beispiel, da war die erste Mission, dass er irgendwie in seinem Büro da, musste der irgendwie so Ausdruckstanz machen mit seiner Chefin. Dann ist da irgendwie so eine riesige Kugel von so einer Statue irgendwie ins Büro gerollt und da hat den fast umgebracht. Und dann ist man mit dem Fahrstuhl geflüchtet. Ne? Und da muss man genau das Gleiche machen. Da ist die Kugel von oben gekommen, hat den Fahrstuhl kaputt gemacht. Und da musste man sozusagen ganz schnell immer diesen Fahrstuhlknopf drücken, damit der irgendwann anhält, während von oben irgendwelche Sachen runterfallen. Das hat mich so total daran erinnert jetzt irgendwie. Das ist genauso sinnlos eigentlich. Aber gut, das sollte auch lustig sein eigentlich. Ja. Soll das ja irgendwie, weiß ich nicht, realistisch sein, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Incredible Crisis heißt das. Unglaubliche Krise. Das ist super witzig, also ich habe das richtig gerne gespielt. Das war, ja, also Incredible Crisis. Ich weiß nicht, ob man das noch gut kriegen kann oder so. Aber das war echt lustig, also... ja, durch da. Ja, oder wir müssen wieder hier, na klar, da oben lang. So, komm. Ja, so können wir es auch machen. So. Lara überlebt alles. Ja, aber gut, ich meine, das konnte man jetzt auch selbst ohne Audio, konnte man das rauskriegen, dass man da irgendwie was mit den Knöpfen machen musste. Weil, was willst du sonst machen? Das sind so die einzigen Dinge, die du faktisch machen kannst, oder? So, jetzt kommen wir da ganz nach oben krabbeln wahrscheinlich. Deswegen waren da unten überall diese Plattform. Ich habe mich halt schon gewundert, warum. Uah. Oh, 75 Euro, ich hab's bestellt. Aber ich sagte gleich, ne, es ist halt auch ein relativ kurzes Spiel, ne? Also, aber ein cooles Spiel. Also, wenn du eh Sammler bist oder so. Ich habe das irgendwie mal vor Ewigkeiten auf dem Flohmarkt gefunden. Und ich fand das super. Also, ich fand es wirklich so lustig. Ich weiß noch, da gab's ein Minispiel, da bin ich nie weitergekommen. Das werde ich jetzt nicht verraten, was, aber da habe ich als Kind mich verzweifelt. Das war was Mathematisches, ne? Und wie man ja mal bei Tomb Raider 4 gesehen hat, selbst bei solchen einfachen Sachen wie fülle Wasser in einen Wasserschlauch um, bin ich schon komplett überfordert, ja. Egal, ich habe letztens eins für 130 bestellt. Ja, warum nicht? Ich meine, ne? Wenn man das Geld hat. Wenn man Sammler ist, dann ist das ja eh so, dass man da eher bereit ist, mal zu sagen, hey, ihr kauft mir da was. Ist schon okay. So, ich weiß natürlich jetzt nicht, wo ich hinspringe, wenn ich jetzt nach hinten springe. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Sagte sie und starb. Sagte er und starb, aber sie ist gestorben. Gut, da müssen wir gar nicht so weit nach oben krabbeln. Da reicht es wahrscheinlich, wenn wir erstmal so ein bisschen so einen kleinen Zwischenstopp. Euer Frontschweine kenne ich auch noch. Das kostet mittlerweile 130 Euro, ja? Ach, Frontschweine hatte ich auch damals für PlayStation 1 gehabt. Also ich sage, wenn es danach geht, ich glaube, Frontschweine kriegst du mittlerweile bei GOG auch relativ günstig. Also... also nur mal jetzt für alle, die sich kennen, Frontschweine ist so eine Art Worms-Klon, würde ich mal sagen, in 3D. Wo du halt statt Würmer Schweine spielst. Boah. Das ist es halt, ne? Aber super lustig. Also. Ja, das waren schon echt richtig nice Spiele. Oh, Chloroform. Was macht Chloroform hier? Was macht Chloroform hier? Ich
sehe schon, was wir machen müssen. Das wird doch irgendwie so ein Dings sein, so nach Motto wie so Drahtseilakt-mäßig darüber irgendwie. Ich will ans Chloroform kommen. Das klingt falsch, wenn ich so sage. Ich will ans Chloroform kommen. Na, warte mal, kann ich mich theoretisch auch einfach. Ich hab doch noch Chloroform. Warum soll ich mir jetzt nochmal Chloroform holen? So viel Chloroform in meinem Leben. Kann Lara nicht stoppen? Lara, stopp! Will sie nicht. Gut, dann müssen wir uns hier oben lang begeben. Wahrscheinlich kommen wir jetzt auch an der einen Seite raus wieder. Ja, aber GOG habe ich nicht zum Laufen bekommen, also das Frontschwein. Ja, ne, nur mal zur Info, das ist gerade die GOG-Version, die ich von Tomb Raider spiele. Die läuft eigentlich auch fantastisch, ne? Ich habe echt keine Probleme, das zum Laufen zu kriegen. Problem ist halt einfach nur, das beißt sich ein bisschen mit OBS. Ne? Das ist halt das Problem. Deswegen muss ich jetzt zum Beispiel, das total unpraktisch ist, ich muss euch über mein Handy zugucken. Also ich bin ja selber ein Zuschauer von mir, damit ich überhaupt auf eure Nachrichten reagieren kann. Das ist schon ein bisschen sonderbar. Ah! Okay, da soll ich nicht landen.